Kieler, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, ich bin jetzt noch zu Garrus gelaufen, weil der hat mit Sicherheit was für uns jetzt zu sagen, nachdem wir seine Gefährtenquest erledigt haben. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher, ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das, nur halt nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Mal im Ernst, Garrus, wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben, daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring, was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Ich liebe diesen Witz einfach. Also, kein Witz, aber... Ach, Garrus, so, ich glaube, das war's schon, ja. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich. Der alte schwere Nöter. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich war zwischenzeitlich auch noch kurz auf dem, Quartier. Und habe aber nichts Neues ausgerüstet, denn die Sachen bringen uns alle nichts. Die bringen nur Gesundheitsvorsprung, aber dafür verlieren wir dann Schilde und das will ich ja auf jeden Fall vermeiden. So, jetzt werden wir Talis Gefährtenquest machen. Dann haben wir nämlich unsere beiden wichtigen Kämpfer, Garrus und Tali, soweit schon fertig. Und die anderen nerven mich sowieso. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich mehr nervt mich nur Jacob, wenn ich ehrlich bin. Ich mag den einfach nicht. Ich mag ihn weder im zweiten Teil, noch mag ich ihn später noch. Egal wann, ich mag ihn nicht. So, hier ist einiges los. Wir haben noch einiges vor uns, aber das ist ja auch ganz gut. Es hat sich ein neues System dadurch ausgemacht, die Valhalla-Grenze. Die anderen Systeme, außer die, in denen wir noch Quests haben, haben wir nämlich noch nicht fertig abgefarmt.
Das mache ich aber jetzt erst nach der Quest. Da habe ich nämlich jetzt keine Lust dazu. Können wir später auch noch machen und momentan brauchen wir auch keine Ressourcen. Wir haben ja gerade erst gelernt. So, jetzt gehen wir tatsächlich an Bord der Migrantenflotte. Von der haben wir schon viel gehört und viel von Tali vor allen Dingen gehört. Aber wir haben sie noch nie gesehen. Wir haben auch schon ein paar Quarianer getroffen, aber das waren alles junge Quarianer, die auf der Pilgerreise waren. Wir haben sozusagen noch keinen gestandenen Quarianer gesehen. Ja, Garrus ist jetzt loyal. Wir können sein Outfit jetzt auch wechseln. Warum auch immer das andere Outfit auch sozusagen zerstört ist, weiß ich nicht, aber ich nehme es. Und das ist nämlich, sieht nämlich ganz nett aus, die anderen Farben. Oh. Da lernen wir, Singularität benutzen wir fast gar nicht. Ich nehme mal die Schockwelle. Was denn? Können wir hier nichts aussuchen? Unsere Punkte sind weg, aber wir haben es nicht gelernt. Nee, habe ich jetzt ziehen gelernt? Nee, was habe ich jetzt gelernt? Ich war doch hier. Oh Mann. Ich kann es nochmal zurück. Ach so, wir haben noch... Oh, ja, okay. Wir haben ja erst zwei. Ja, gut. Nee, dann bleibe ich dabei. Ich nehme es trotzdem. Und Tali kann nichts Neues lernen, Garrus auch nicht. Jut, jut, dann los. Hier spricht Tali Zorobas Nemana Raya. Erbitte Undock-Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Gezeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Tali Zora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an. Shepard, Tali Zora hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Eigentlich bin ich gar kein Captain. Genau genommen gehöre ich nicht mal mehr dem Allianzmilitär an. Sie sind der Commander der Normandy und für die Leute an Bord verantwortlich. Damit sind Sie für unser Volk eine Respektsperson. Mögen Sie allzeit zwischen Ihrer Crew und der Gefahr stehen, während Sie sie durch die Leere der Sterne führen. Kila Selai, das ist ein alter Segen für Captains Shepard. Tali hat der Crew der Normandy in vielen brenzligen Situationen beigestanden. Ich bin hier, um nun einmal ihr zu helfen. Ich verstehe. Als Commander des Schiffes, auf dem sie dient, hat ihre Stimme einiges Gewicht. Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun, Tali. Der Prozess verlangt, dass ich offiziell neutral bleibe, aber ich bin da, wenn sie reden wollen. Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Das klären wir später, Tali. Wie sieht unser nächster Schritt aus, Captain? Ich habe den Befehl, Tali Zora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also, Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Ja, das sieht gar nicht gut aus, aktive Geth-Teile in die Migrantenflotte zu liefern. Die Quarianer haben ja sowieso ein großes Problem mit den Geth. Sie sind sozusagen diejenigen, die die Geth erschaffen haben. Und die Geth haben sich dann sozusagen selbst entwickelt, weiterentwickelt und sind zu den Geth geworden, die wir kennen. Und deswegen ist das natürlich ein großes Problem für die Quarianer. Sie sollten mit Admiral Rahn sprechen. Sie wartet da vorne auf Sie. Ja, wir befinden uns auf der Migrantenflotte. Wie wir wissen, ist der Heimatplanet... Ich fasse es nicht, dass Sie Tali Zora beschuldigen, so etwas getan zu haben. Der Heimatplanet der Quarianer, damals im Krieg der Quarianer gegen die Geth, nicht zerstört worden, aber er ist unbewohnbar für Sie. Sie sind auf die Migrantenflotte geflüchtet. Ist sie schon so gut wie verurteilt. Und, dadurch, dass sie ihren Heimatplaneten verloren haben und sie kein sehr gutes Immunsystem haben,
haben sie diese Ganzkörperanzüge an, die sie sozusagen vor allem schützen. Und wir mussten uns sozusagen auch direkt desinfizieren lassen, damit wir hier keine Keime reinbringen. Tali Zorabas Normandy, ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Ran! Shepard Vas Normandy, das ist Admiral Shala Ran Vas Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Ran, du hast Vas Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora Vas Nima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Sie sind Admiral. Gehören sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls, habe aber beim Urteil keine Stimme. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Einen besseren Vertreter hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selam. Die Angeklagte, Tali Zora Vas Normandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch! Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corris. Als Talis Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard Vas Normandy. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vas Nima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Shepards Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Tali würde die Migrantenflotte niemals gefährden. Sie plädiert auf nicht schuldig. Ich habe Einzelteile und Technologie geborgen, die dann von Teams abgeholt wurden. Das geschah auf Befehl meines Vaters. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos.
Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der Ellery umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Pila. Nur das sind ja Herzchen, dass sie ihr das erst während dem Prozess mitteilen. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen. Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Ellery zurückerobern. Das sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Bostet! Sie wollen die Ellery den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor. Und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Na toll. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Ellery zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Ellery zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Möchten Sie hier noch mit jemandem sprechen, bevor wir aufbrechen? Wir können mit den Admiralen reden. Vielleicht hilft uns das dabei, herauszufinden, wo sie stehen. Aber wir werden durch ein privates Gespräch wohl kaum jemanden dazu bringen, dass er von seiner Meinung abrückt. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Ellery sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Ellery waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Ja, arme Tali. Erst wird sie hier des Verrats angeschuldigt und dann erfährt sie, dass das Forschungsschiff, auf dem sich ihr Vater befindet, von Geth übernommen und ihr Vater möglicherweise tot ist. Ein harter Schlag, würde ich sagen. Da steht Vitor, den haben wir. Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen von Geth. Tali Zora ist schuldig. Den kennen wir von Ian Prime. Shepard, wie kommen Sie denn auf die Raya? Shepard ist hier, um mir beim Prozess zu helfen. Ach ja, davon habe ich gehört. Ich hoffe nur, Sie haben nicht getan, was man Ihnen vorwirft. Nein, Vitor. Ich würde die Flotte niemals gefährden. Oh, das ist gut. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich glaube es zwar nicht, aber ich wollte zumindest fragen. Sie haben mir auch geholfen. Tali könnte jetzt Freunde brauchen. Wären Sie dazu bereit, den Admiralen zu erzählen, wie sie Ihnen geholfen hat? Nein, das heißt ja, aber das habe ich schon getan. Sie haben mit mir gesprochen. Aber vor viele Leute will ich nicht treten. Vitor geht es gut. Aber für einen Auftritt in der Öffentlichkeit ist er noch nicht bereit. Ich habe mit Ihnen geredet. Genau wie dieser Soldat Karl Rieger. Wir haben erzählt, wie sie uns geholfen haben. Hoffentlich hat's was bewirkt. Das hat es bestimmt, Vitor. Danke. Erinnern Sie sich noch an die Kollektoren? An irgendetwas? Nichts Neues. Tut mir leid, jedes Mal, wenn ich im Geist dorthin zurückgehe, dann... Vitor, kommen Sie zurück. Alles in Ordnung. Puh,
Tut mir leid, Tali, Commander. Ich will ja helfen, aber ich kann nicht. Ich habe nichts gesehen und woran ich mich erinnere. Keine Sorge, Vitor. Wir finden die Dinger, die dafür verantwortlich sind. Und wir werden sie beseitigen. Gut. Vielen Dank. Ja, Vitor, es scheint immer noch sehr traumatisiert zu sein. Achten Sie auf sich, Vitor. Nur wenige wären nach dem, was Sie durchgemacht haben, noch bei klarem Verstand. Ich weiß, bin ich aber gar nicht. Trotzdem danke, Commander. Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nie so weit geschafft. Ja, wir werden jetzt im nächsten Part noch mit den anderen Admiralen sprechen und dann natürlich Tali auf jeden Fall helfen und hoffen wir, dass wir alles zum Guten wenden können. Das werden wir sehen. Bis dann!